Entschuldigung, da oben, wir drehen. Mein Name ist Ali Garib. Ich habe dieses Jahr 2018, sprich Wintersemester 2017/2018, mein Studium an der Hochschule für Gestaltung beendet. Mein Abschlussprojekt ist Pipiismus, was vielleicht als Konzept, aber auch als Kunstwerk, aber auch als Archiv und Magazin verstanden wird. Um jetzt in Kürze den Pipiismus zu erklären, würde es natürlich den Rahmen sprengen, denn obwohl der Pipiismus relativ chaotisch ausschaut, ist es ein fein gewebtes Netz. Oftmals kommt die Frage, was ist der Pipiismus? Ich bin mittlerweile müde, um darauf anzuworten, weil der Pipiismus einfach ein Kunstwerk ist. Der Pipiismus erfindet sich neu und ist zu verstehen wie ein Rhizom. Er ankert sich in die Welt hinaus und dort schlägt er eben sein Wurzelgeflecht raus und saugt eben das auf, was gerade verfügbar ist. Der Pipiismus ist ein Konzept, das ich quasi mit in mein Studium hineingebracht habe. Den gibt es schon seit 2009. Er wurde damals skizziert als eine Art Experimentierfeld für ein kleines Freundschaftskollektiv. Ich habe diesen Pipiismus lange aufrechterhalten. Er diente eine Zeit lang immer wieder für einen Filter oder in Form eines Filters über manche Arbeiten. Es ist schön, ich habe ihn mit in das Studium hineingebracht, nehme ihn aber mit in das Studium heraus. Das Diplom oder die Auseinandersetzung in dem Diplom ist auch wie ein Filter zu verstehen, denn ich habe einfach das Konzept des Pipiismus überarbeitet, so dass wir verschiedene Klischees haben, die wir auch eigentlich in jeder Kunstbewegung und in jeder Kunstrichtung finden. Aber was ist, der Pipiismus negiert und zerstört diese Klischees, indem er sie sich aneignet. Hier natürlich als Widerspruch zu verstehen, und Widerspruch ist vielleicht auch das Motiv, denn betrachtet man den Pipiismus als Gesamtkunstwerk, sieht man lauter Widersprüche, und genau das ist es. Er versucht, einen Widerspruch aufzubauen, sodass aus dem Widerspruch natürlich etwas Neues entstehen kann.